Das ging schnell. Ich wollte die Benachrichtigung gerade ausmachen, dann habe ich einmal aus Versehen den Livestream gestartet, aber so ist es. Herzlich willkommen zu Frag Dave Live, heute Special Edition. Wir sprechen über Südafrika, Omikron. Und ich habe einen Gast eingeladen, der eine oder andere kennt ihn vielleicht schon. Er ist auch auf YouTube aktiv. Und zwar ist er der Medizintechniker. Hallo Stefan. Hallo Dave, danke für die Einladung. Ja. Freut mich sehr. Sein Haar ist noch nicht so voluminös wie meins. Ich mache aber eher so dafür grau. Symbolen. Ja, grau. Silberrücken. Auch mit deiner Expertise und mit deiner Erfahrung und vielen Jahren und Kontakten, wo du über diesen ganzen Kram schon ein bisschen was gelernt hast, hast du dich dann auch gefragt, so, was geht hier eigentlich vor sich? Mhm. Genau diese Frage werden wir uns heute stellen zum Thema Südafrika. Und ihr könnt natürlich im Chat dabei sein. Wir haben hier auch das Chatfenster extra sozusagen sehbehindertengerecht etwas vergrößert. Für mich. So läuft der Hase. Ich guck mal ganz kurz, ob hier überhaupt jemand noch lebt im Chat. Da schreibt jemand yeah. Ja, was ist das hier? Wird das hier nicht aktualisiert oder was? Ist das hier? Yeah. Das kommt da alles ein bisschen verzögert. Okay. Also wundert euch nicht, wenn wir irgendwie nicht hinterherkommen. Also das liegt dann nicht in der Demenz, sondern so. Ja. Ich muss zum Frisieren. Hi. Also Stefans Kanal findet ihr, wenn ihr der Medizintechniker sucht. Stimmt. Und er ist da absolut weise. Soweit kann ich schon mal sagen. Deshalb grau. Ja. So, also, was ist jetzt los? Omikron oder wie ich es gerne nenne, Omikron, weil das ist ja quasi überall schon. Ja, man hat mal wieder einen neuen Buchstaben entdeckt. Ich gehe mal davon aus, man hat da einen großen Würfelbecher und würfelt sich jedes Mal die neue Variante zurecht. Ja. Von 1 bis 27, was nehmen wir heute für einen griechischen Buchstaben? Es gibt für mich jetzt keinen. Also die haben 27 Buchstaben, die Griechen? Ich glaube schon, ich weiß es gar nicht. Die haben ja nur 26, ne? Also sind die... Ach, keine Ahnung, die haben so viele, das geht mit Alphabet. Irgendwann habe ich das mal gekannt, aber das... ja, es war eigentlich bis Corona gar nicht mehr so wichtig. Aber war es nicht eben noch eine Variante, der Beta-Variante mit B11529? War doch eigentlich eine Beta-Variante. Wieso ist das jetzt Omikron? Nein, die, diese Bezeichnung B sowieso, das ist einfach eine... das hat mit Beta jetzt nichts zu tun, sondern das ist tatsächlich nur eine Bezeichnung, die sich die einfallen lassen. Es gibt auch hier keine Regeln oder keinen Hintergrund. Ja, also drückt da einfach jemand so auf die Tastatur und sagt sich so, brrr, ich habe jetzt diese Zahlen neu eingegeben oder... Soweit ich informiert bin, gibt es da tatsächlich kein System. Man gibt einfach tatsächlich irgendwas ein. So, und jetzt diese Omikron-Variante oder die als Omikron zu bezeichnen, ebenso Würfelbecher. Gut. Ja, und jetzt haben wir ja, also die Nachrichten überschlagen sich. Man kann sich ja da kaum aktuell informieren. Also während wir hier sprechen, werden ja wahrscheinlich alle Zeitungen direkt die neuesten Schreckensmeldungen berichten. Gerade eben haben wir noch gesehen, das habe ich ganz vergessen, vorhin im Livestream zu erwähnen, in Hessen. Also ist ja im Grunde genommen, Hessen ist ja schon komplett verseucht. Ja, genau. Und zwar haben die tatsächlich am Flughafen einen Fall. Spannend finde ich es übrigens, wie die drauf kommen. Also man muss ja irgendwie diese neue Variante testen, sonst könnte man ja nicht wissen, dass da eine neue Variante da ist. Jetzt ist natürlich die Frage... Die haben ein Gespür. Hat Dr. Osten wieder zugeschlagen, hat er gesagt, ich habe ein Bauchgefühl, es wird wahrscheinlich jetzt die neue Variante kommen. Anne schreibt zwei Fälle in Hessen. Zwei Fälle in Hessen? Um Gottes Willen. Okay, also ist vorbei. Also Hessen ist weg. Ich würde vorschlagen... Lockdown, es hilft nichts mehr anderes. Wir brauchen einen Lockdown. Alexia, danke. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt sofort alles dicht machen. Am besten, wir schicken mal den Söder nach Hessen. Der kann das besser wie der Bouvier. Der macht dann sofort dicht. Und dann wird da auch nichts mehr verbreitet. Dann ist alles wieder gut.
Wir wissen das, es funktioniert wunderbar. Man muss einfach mal wirklich hart durchgreifen. Also man ja, richtig, wir brauchen ja viel mehr Härte, das war ja alles viel zu leicht. Und es wurde ja auch immer wieder gesagt, oh, der Lockdown in anderen Ländern ist ja viel schlimmer, jetzt seid mal ganz fröhlich, dass das bei euch so ist und dass die Wirtschaft noch nicht komplett im Arsch ist. Aber ich denke, das wird jetzt, Dave, das ist die einzige Alternative, die man noch hat. Also mit der Wirtschaft siehst du eh falsch. Ja? Die geht nicht den Bach runter. Es gibt ja Hilfen. Es gibt ja immer wieder Hilfen. Und also der Wirtschaft geht's gut. Ich habe das letztens erst irgendwo gehört. Also uns, Deutschland, der Wirtschaft, es war noch nie so gut wie jetzt. Also von daher, deine Verschwörungstheorie da immer, nee. Also das wäre ja so, als wenn du sagen würdest, es gibt kein Omikron oder so in Afrika. Ja? Als wenn die also, Südafrikaner nichts davon wissen. Frag doch mal den südafrikanischen Gesundheitsminister, der wird dir schon erzählen, wie schlimm das ist. Der hat doch nur seinen Fax nicht gelesen. Morgen wird er wahrscheinlich sich dann sofort von seiner Aussage von heute distanzieren. Kommt drauf an, wie viel man ihm bietet. Das geht ja so schnell. Der hat das ja gar nicht geahnt. Und also der erlebt ja auch in der Zukunft. Es ist ja Zeitverschiebung in Südafrika. Ja, stimmt. Und auch heute, da hat sich jemand, da hat er dich kontaktiert und hat gesagt, Moment mal, bist du verrückt? Afrika ist doch jetzt, das ist doch das Gefährlichste von allen. Ich habe heute tatsächlich so ein Gespräch gehabt mit einem Bekannten von mir. Er war sehr besorgt um mich, weil ich mich gerade in Afrika befinde und er hat von dieser südafrikanischen Variante gehört und meint also nur, Mensch, ich hoffe, geht's gut und ach, richtig besorgt. Ich fand das auch ganz lieb. Ich habe dann versucht, ihm zu erklären, dass hier... Ich war übrigens heute auf dem Weihnachtsmarkt. Habt ihr vielleicht hier auf dem Kanal schon gesehen? Ja, ich glaube, das ist eigentlich Erklärung genug, wenn ihr das anschaut, das Video. Denn es ist hier nichts. Ja, wir kuscheln hier, wir begrüßen uns, wir nehmen uns in den Arm und wir sterben nicht. Also diese ganzen, ich war ja der Meinung. Es sterben schon Leute hier, aber nicht an... Ja, aber nicht an dem. Nicht, ja? An, dem, nicht an diesem Geschwür. Und nicht in der Menge, wie es sein müsste. Also ich war ja der Meinung, ich komme hier runter. Das ist das Wunder von Afrika. Stecke meinen Claim ab, weil es ist ja keiner mehr da. Ja. Aber war nicht so. Die leben hier alle vergnügt weiter und die Krankenhäuser sind nicht voll, die Intensivstationen sind nicht voll. Nur die Medien sind voll. Ja, die Medien, die fangen hier auch langsam an. Ja, das stimmt. Ja. Allerdings, also ich glaube, von Südafrika weiß keiner was von der südafrikanischen Variante. Ja, das muss man denen einfach nochmal beibringen. Es ist auch so, dass halt auch selbst die Deutschen, die da sind, die gucken halt zu wenig Tagesschau und die müssen sich einfach nochmal wirklich vor Augen halten, wie gefährlich das eigentlich alles ist. Oh, die Silke ist wieder da. Silkes Backstube. Kennst du die? Nee. Eigentlich gar nicht wert, dass man sie erwähnt. Aber ich würde mich gerne mit ihr unterhalten, ganz privat. Backstuben finde ich immer eigentlich ganz gut. Also ja, Backstuben sind... Oh. Nach dem Live muss ich dir noch was erzählen. Das musst du mich erinnern mich dran. Das ist dein geheimes Wissen. Das ist ja was Gutes für dich. Oh, hast du eine Backstube? Nein, aber ein Lieferdienst für den deutschen Bäcker. Oh. Entschuldigung, musste sein. Ja. Also es ist halt so, dass halt natürlich die Leute in Deutschland das auch sehr ernst nehmen und auch jetzt große Angst haben und vermutlich auch ihre Pieksmüdigkeit ablegen und jetzt direkt ins Piekszentrum rennen und fordern, dass die 24/7 offen haben und für alle, die nicht mitmachen, 3G, 2G, 2G+ und sonst was fordern. Mach's wie Söder, fordert 0,5G. 0,5G? 0,5G. Hat er gefordert? Na, weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass das noch kommt. Was auch immer das dann ist. Söder hat ja immer sehr gute Ideen. Seitdem jetzt die Abstimmung in Bayern ja sozusagen zu seinen Gunsten gelaufen ist, ist er ja darf ich dazu mal was sagen? Ja, bitte. Du bist ja Bayer, wie man hört. Liebe Landsleit, so viel Scheiße, wie es ihr gebaut habt bei dieser Abstimmung, das darf nicht wahr sein. Ein einziges Mal hätte es einen Kopf gebraucht. Einen faulen Arsch bewegt, weg vom Bierfassel, einen Stift in die Hand nehmen und das Kreuzerl an der richtigen Stelle machen. Und ihr hättet Ruhe gehabt. Glaubt's mir's. So, Entschuldigung, das musste ich mal meinen Landsleuten. Ich weiß nicht, was du erzählt hast, aber... Das macht nichts. Das war schon richtig so. Da
Da hat man schon mal die Chance, seine Regierung abzuwählen, mittendrin sozusagen und relativ einfach, und das macht irgendwie keiner. Aber ja, jetzt war ja so, dass die, obwohl ja Winter ist, obwohl ja die Welle da ist, obwohl alles super gefährlich ist und die Intensivbetten, es gibt ja gar nichts mehr und so weiter. Ne? Die Leute, die scheißen sich ja zu Hause ins Bett, wenn die sich nur das Bein brechen, überhaupt ins Krankenhaus zu gehen. Überleg doch mal, in Deutschland zwei Sommer jetzt in dieser Pandemiephase und in beiden Sommern war es ja relativ locker alles. Und es gab auch keine großen Fälle und die Begründung war, naja, der Virus mag es lieber kalt und im, ja, im Sommer ist es halt warm, ne? Und deshalb ist dieser Virus auch nicht so aktiv. Und jetzt frage ich mich, wo doch in Südafrika gerade Hochsommer ist. Also da ist ja, Hochsommer heißt ja ein bisschen mehr Temperatur als jetzt in Deutschland üblicherweise. Wie kommt diese Variante zustande und wie kommt die da hoch? Ich kann dir das erklären. Oh, jetzt erzähl. Weißt du, das Virus ist nämlich, das wurde von Anfang an gesagt und das ist wissenschaftlich sozusagen fundiert, das Virus ist extrem tückisch. Tückisch? Ja. Das kann Winter wie Sommer, das kann Norden wie Süden, es ist egal. Intelligent. Was für eine klimatische Zone, es ist egal, welche regionalen Bedingungen. Das ist jetzt sozusagen ein super, mega, Deluxe-Virus und das ist überall immer zur gleichen Zeit. Das kann, das ist ja auch so, du hast es ja auch gesehen, das ist ja, ich glaube, das ist Teleportation, oder wie heißt das? So heißt das. Ja, Teleportation. Also Südafrika, Hongkong, Belgien, bam, 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 bam. Und jetzt Frankfurt, ja, auch in Hessen, zwei Fälle. Also es ist echt unglaublich. Ich denke mal, morgen werden wir dann noch 27 andere Länder erfahren. Es werden alles europäische Länder sein. Ja, natürlich, ist logisch. und vielleicht so ein paar andere so Commonwealth-Länder, die halt immer ganz gerne dabei sind. Also ich meine, Indien war ja auch ganz, ganz groß. Die Delta-Variante kam ja eigentlich aus Indien. Obwohl die Inder ja auch, ich habe mit Indern gesprochen, die haben ja auch gesagt, Moment mal, wer hat gesagt, die Situation in Indien ist schlimm? Wann war die Situation in Indien jemals nicht schlimm? Ja, genau. Zitat, der Inder. Ja. Der Inder. Ja, ich meine, hier gibt es ja genügend Inder, die rumlaufen und auch noch alle leben und regelmäßig heimfahren und wiederkommen und trotzdem noch leben. Und also irgendwie machen wir hier alles falsch. Also, weißt du, viele Leute können das nicht begreifen und das ist ja auch so. Die Politik hat das genau richtig erkannt, hat gesagt, wir müssen uns an die Ungebildeten, Uninteressierten wenden. Das heißt an die Dummen. Ja? Die Dummen. Also die Politik ist vor allem für die Dummen. Und deshalb empfehle ich vor allem der deutschen Bevölkerung, damit sie nicht an der deutschen Variante leidet, natürlich nur ein einziges Heilmittel. Das alte Heilmittel. Dosenbier. Denn Dosenbier macht schlau. Kennst du den Spruch? Ja, und nass. Vor allem den Nachbarn. Na gut. Also er hat vorhin Bier mitgebracht und da gab es kein Flaschenbier. Also normalerweise... Ja, also für einen Bayern Bixenbier ist natürlich was Schlimmes, aber in Afrika kann man da schon mal Einschränkungen in Kauf nehmen. Aber die Leute schreiben auch sehr intelligente Sachen im Chat. Thomas DD. Ja, Heinz Erhard abgewählt. Hat nichts gebracht. Okay. Aber ich wünsche dir auch einen schönen Abend nach Dresden. Und Hut ab, Respekt, finde ich gut. Die Dresden, also die Sachsen vor allem, haben immer, obwohl sie diesen ungewählten Kretschmer haben, haben immer gezeigt, wo der Frosch die Locken hat, wie man so schön sagt. ja, also da ist der Waliser Hof eigentlich erfunden worden in Sachsen. Ja, jetzt hat der Odenwald zurückgeschlagen. Ja, was ist mit den Bayern? Was ist mit Baden-Württemberg? Ja, also Bayern wissen wir ja, dass gefordert wird. Gefordert? Oh, es wird doch gefordert, immer alles strenger, strenger, ja, strenger. Es muss härter werden. Es muss härter und schlimmer werden und ich habe auch ein Bier. Und was ist mit den anderen Ländern, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist, Also auf Bremen... Auch, ich weiß, es sind noch einige Bremer Zuschauer, ja, also auf die Bremer im Allgemeinen kann man sich ja wirklich nicht verlassen. Ja, das ist so, das ist das Jan-Delay-Bundesland, ja, und das tut mir auch echt leid für euch, die ihr da seid.
Und um euch rum ist nur Niedersachsen mit Stefan Weil, der ja auch irgendwie zu viel am Klebstoff nuckelt. Das ist ja sozusagen der Andi Grote von Niedersachsen. Ungarn kann's vergessen, schreibt einer. Ja. Saarländer. Ja, also. Saarländer, ja. Südall fordert die totale Überwachung. Ja, nicht nur der. Da gibt es noch ein paar mehr dazu. Ne? Lucifer auch. Entschuldigung, Frau Merkel. Ach so. Ja, ich habe das. Ich habe das immer noch. Sie ist doch nicht Lucifer, sie ist doch nur Lucifers Tochter. Ich weiß nicht, ob der Teufel nicht ursprünglich eine Frau war. Ach so. Oder ist. Ja, das wird, oder jetzt, immer noch ist. Das wird jetzt zu religiös. Das kann dann sein, dass das in einigen Ländern ausgeblendet wird, das Video. Das wollen wir nicht. Ja, aber wenn ihr mal eine Frage oder eine Anmerkung habt, könnt ihr die gerne in den Chat schreiben. Stefan hat extra seine Lesebrille aufgesetzt. Ja, genau. Ich lese immer gern, was ihr da so schreibt. Und, Oh, hier. In Halle haben die jetzt auch Zäune am Weihnachtsmarkt. Ich habe auch heute Bilder gesehen aus, wie heißt das? Nee, aus, ich überlege gerade, wer mir die zugeschickt hat. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Heidelberg. Auch wundervolle Zäune. Also richtig Weihnachtsstimmung. Ja, man, Wahnsinn. Ja. Also durch die Zäune kann man ja auch noch immer noch die Buden sehen. Immerhin keine Mauer. Ja, weil niemand hatte vor, eine Mauer zu errichten. Sondern Zäune. Aber ich freue mich immer noch auf die Bilder und die Videos aus Hamburg, wenn dann die Ungepieksten den Gepieksten zuwinken und sich aus der Ferne zuprosten. Ich weiß nicht, gibt es da auch noch Beschränkungen, wie viel Meter man dann sich... Ja, das weiß ich, weil wenn du jetzt nach, was war's, Hannover, glaube ich? War das Hannover? Hannover, ja. Wo dir verboten wird, dass du als Geimpfter etwas kaufst und dann den Ungeimpften übergibst. Du darfst nicht mehr über dein Eigentum bestimmen. Nee, natürlich nicht. Das geht ja gar nicht. Ich meine, das stimmt eigentlich. Eigentlich darfst du es schon. Ja. Du darfst es jeden anderen Geimpften, ja, darfst dir was kaufen. Ja? Aber kein Glühwein. Und das könnte ja in Spaß ausarten. Man kann ja dann den Glühwein und trifft sich dann vorm Testzentrum und dann trinkt man dann den Glühwein. Und dann die gebrannten Mandeln. Sag mir mal irgendeine Aktion, die wir hatten, die in irgendeiner Form Sinn gemacht hat. Ich brauche Bauchladenverkäufer von den Testzentren, die Glühwein, Mandeln, Zuckerwatte und hier diese Äpfel mit, wie nennt man die? Kandierte Äpfel verkaufen. Leute, das sind die Geschäftsideen der Zukunft. Vor allem für diesen Winter. Es wird ein harter, dramatischer Winter. Es gibt nur noch Glühwein und kandierte Äpfel vor dem Testzentrum für die Ungepieksten. Ja, das ist, was ich befürchte. Das kommt noch. Weihnachtsbäume holen, Weihnachtsbäume kaufen, nur noch mit 2G. In Deutschland überlegt man sich bei jedem Weihnachtsmarkt, wie kann man die Leute am besten noch ein bisschen mehr drangsalieren. Hier können wir noch mehr Maschinenpistolen einsetzen und mehr Zäune. Und hier in Tansania, wo ich heute auf dem Weihnachtsmarkt war, da haben übrigens Weiße und Schwarze und Ungepiekste und Gepiekste zusammen ganz normalen Tag verbracht. Woran hat sich das erinnert, als du es gesehen hast? Du hast das Video ja gesehen. Ja, das hat mich, also ich bin ja schon ein bisschen älter und zu der Zeit bei uns, sage ich ja immer, als Haustier hatten wir noch einen Tyrannosaurus Rex. An die Zeit erinnert es mich. Also man durfte damals ja, mit jedem Menschen überall hingehen. Also das war eine komische Freiheit, war das. Ja, das ist fahrlässig. Ich mache demnächst mal so ein Video über die Gewohnheit, denn wir haben uns ja jetzt mittlerweile schon dran gewöhnt, dass man das überhaupt erstmal hinterfragt. Darf ich da überhaupt rein? Wer ist da drin? Darf ich den überhaupt? Und so weiter und so fort. Mit dem Handgeben, also ich finde das ja immer, ja. Ich habe immer gern mal jemandem die Hand gegeben. Das war irgendwie anhand, das war so eine Geste, die, aber das gibt es nicht mehr. Ne? Das ist, also hier gibt es schon. Ja? Hier gibt man sich die Hand. Man gibt sich auch manchmal nur die Faust, aber das ist hier schon immer gewesen, habe ich mir sagen lassen. Man darf sich auch mal, man darf das machen.
Wir haben hier gerade mal 20 Zentimeter. Oh, 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 oh. Ja. Pass auf. Nicht so ein Abstand. Wenn du mir zu nahe kommst, dann darf man das auch wieder nicht. Das ist aber ein anderer Grund. Ja. Ja, gut. Aber hier hat auch gerade einer geschrieben, das fand ich ganz interessant. Warte mal, das geht hier so schnell. Hier, wenn in Kenia die Pikspflicht kommt, wie soll es in Tansania, wie sieht es in Tansania aus? Mm. Das ist auch, also 21. Dezember fängt es an, in, soweit ich das jetzt gehört habe, DPA-Meldung. Kenia. Kenia will jetzt die Pikspflicht. Mm. Und Kenia ist sowieso die ganze Zeit sehr auf Linie. Also in Kenia, da darf man auch im Grunde genommen nicht unversteuert aus dem Haus gehen. Ein Freund von mir war schon im Gefängnis in Kenia eine Nacht, weil er in einem Auto saß mit 4 Personen und keine Maske auf hatte. Es war ein sehr, sehr komfortables Gefängnis, kann man sich kaum vorstellen, das war wundervoll. Da beschwert sich keiner mehr über die Frisur, wenn man einmal in diesem Gefängnis war. Und 21. Dezember geht es dann los, dass man irgendwie nicht mehr in Bars darf und auch nicht mehr in Government Buildings. Und deswegen hat uns heute ein Freund gesagt, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, dass ganz viele Kenianer ihn angerufen haben und wollen nach Tansania kommen. Also die Kenianer flüchten jetzt auch nach Tansania. Ja, ja, das ist. Das heißt, die Immobilienpreise werden steigen. Also jetzt noch schnell investieren. Ab Mittwoch dürfen die steigen. Nur vorher nicht. Nach wie vor ist das hier immer noch das freieste Land auf der Welt, was das angeht. Man kann natürlich nichts ausschließen. Aber was ist deine persönliche Befürchtung? Nee, ich lese hier gerade zur Weimaranerin. Wo bleibt die Solidarität der Gepieksten mit den Ungepieksten? Und ich wollte gerade was loswerden, was mir hier auffällt und was ich ganz toll finde eigentlich. Ja. Hier laufen ja viel aus Kenia rum, auch aus Indien sind einige da und die laufen mit Maske rum. Die haben überall eigentlich Maske. Sieht ganz lustig aus zwischen 200 Nicht-Maskenträger, wenn da wieder so 5 Masken rumlaufen. Aber das Schöne hier ist, es macht sich keiner lustig drüber. Es macht sich keiner lustig drüber, wenn du eine Maske hast. Es quatscht dich keiner doof von der Seite an, wenn du keine Maske hast. Und das finde ich hier so schön. Es ist einfach die Freiheit, ja, jeder, wie er es halt gerne haben will. Und ich bin immer schon der Meinung gewesen. Ja, es gibt auch Leute, die mitten in der Nacht noch eine Sonnenbrille tragen. Werden ja, hier komplett toleriert. Und meckert hier einer? Es gibt hier Motorradfahrer, die fahren ohne Licht in der Nacht. Es wird alles toleriert. Ja, gut, das wird auch toleriert, ja. Okay, trotzdem finde ich es gut. Ich finde es schön, dass das so ist hier, dass die Leute... Und was wenn du jetzt konfrontiert würdest mit einer rigorosen Geschichte, du dürftest jetzt nicht mehr in die Government Buildings, hier in die Regierungsgebäude, so wie das auch Herr Spahn jetzt gefordert hat, ja, in Tansania. Also ich dürfte hier nicht mehr ins in Regierungsgebäude rein. Na ja, gut. Schön, dann bleibe ich halt draußen. Ich finde das auch gut. Also ich finde das eigentlich sehr gut zu sagen. Im Prinzip ist das vorteilhaft. Hier kann man eigentlich sowieso eigentlich alles außerhalb der Regierungsgebäude klären. Das wird dann wahrscheinlich noch ein bisschen stärker werden. Das ist natürlich in Deutschland nicht möglich. Da muss man sich dann natürlich überlegen, das ist ja in Deutschland alles so durchstrukturiert. Da kannst du ja nicht mehr irgendwo zum Einkaufen gehen, ohne auf den Parkplatz zu treten. Und dann hast du vielleicht das Hausrecht des Parkplatzes und am besten noch FFP2 auf dem Parkplatz. Ja, gibt's das nicht schon? Gibt's. Ich glaube in Bayern. Ich glaube auch. Ja, und ja. Zwar auf diesen Supermarktparkplätzen musst du eine FFP2-Maske tragen. Ich glaube, in Baden-Württemberg war das auch, also ich weiß nicht, ob es FFP2 ist, aber auf jeden Fall musst du da, glaube ich, eine Maske tragen. Eine Maske, ja, die musst du in Hessen, musstest du auch. Wenn du in Hessen zum Einkaufen wolltest, hättest du eine Maske tragen müssen. Das könnt ihr vielleicht nochmal in den... Außer ich natürlich. Letztes Jahr in Bayern, schreibt jemand, ja, Bier ist gesund.
Vielleicht kann da mal jemand reinschreiben, wie da die aktuellen... Das sieht ja auch kein Mensch mehr durch. Also 16 Bundesländer, ja. Überall was anderes. Ja. Fängt das am Parkplatz an? Geht das erst, wenn du den Einkaufswagen, ja, in der Hand hast? Bei Lidl Parkplatz in Baden-Württemberg. Ja. Und dann, du hast natürlich irgendwann auch keine Möglichkeit mehr, irgendwo hinzugehen, ja? Moin Hans. Also du kannst natürlich statt zu Lidl zu Aldi gehen, aber wenn Aldi, Lidl und... Bayern auch. Also ja. Lidl Bayern auch. Ja. FFP2 im Laden. Hm. Ja, vielleicht kann auch mal ein Norddeutscher was sagen, dass er, wie da die Lage ist. Cannabis-Bier. Tobias schreibt, es gibt bald Cannabis-Bier. Ja. THC, ja. Dann sind die Leute auch beruhigter, wenn sie dann diese Sachen erdulden müssen. Lidl Thüringen auch. Mhm. Auch hier in Nordrhein-Westfalen musste man Masken tragen. Früher, 21, im Lidl und Aldi. Mhm. Gibt es denn eigentlich irgendwo was, wo jetzt keine Maske mehr gefordert wird? Hat sich eigentlich seit dem 27. April jemals irgendwo die Maskenpflicht reduziert? Also ich glaube, in den Innenstädten, ja, auf offenen Straßen darf man jetzt wieder ohne Maske laufen, oder? Das war ja auch eine Zeit lang. Selbst wenn das dürfen, die meisten werden trotzdem mit Maske laufen. Das Brandenburg, genau, medizinische Maske auf dem Parkplatz. Tja. Ja, aber die Frage ist auch immer, macht man das mit? Ich habe früher, ich war ja viel in Kliniken unterwegs. Ich war in OPs. Ich war auf Isolierstationen und ich habe natürlich auch Maske getragen, klar. Seit Corona einmal. Einmal, und das war, als ich hierher wollte und einen PCR-Test gebraucht habe. Und da bin ich beim zweiten Arztbesuch, beim ersten bin ich ganz ohne alles da rein, hat auch keiner gemeckert. Beim zweiten, da war sehr viel los. Da hatten die wohl Angst, dass ich ihnen da ihre Kundschaft vergraule. Und dann habe ich dann gesagt, okay, gut, wir mal kurz da reingehen für 5 Minuten, was soll's. Für 5 Minuten ist auch nicht schlimm und auch nicht wichtig. Mir geht's da mehr um, nicht um die Gesundheit. Mir geht's bei Kurzzeit nicht tragen wollen. Geht's mir mehr darum, dass ich das als Kennzeichnung betrachte. Und mehr ist die Maske in meinen Augen nicht. Man will einfach sehen, wer ist konform. Wer macht mit, wem haben wir in der Tasche? So, und wer ist Revoluzer? Das ist noch viel schöner. Man sieht, wer es nicht tragt, wer ist Revoluzer, wen müssen wir da noch ein bisschen packen. Aber du hast, glaube ich, auch nie Maske getragen. Also ich bin sogar im Kaufland in Baden-Württemberg rein und hatte ohne Maske und mein T-Shirt an, Virusreligion, mit dieser Supermaske auf. Und das Interessante war, und ich weiß nicht, ob das T-Shirt mich sogar bewahrt hat vor irgendwelchen Gesprächen. Ich hatte auch meine Kinder dabei. Die waren ja auch ohne Maske. Und dann war das so, dass einige mich wirklich schockiert angeschaut haben. Aber keiner hat sich getraut, mich anzusprechen. Ich habe eigentlich gedacht, mit dem T-Shirt, also ist wirklich, das war das, dieses Virus-Religion-T-Shirt mit der super professionellen Maske. Ja, und dann einfach mal schauen, wie die Leute so reagieren. Und auch, also ich habe auch niemals was auf dem Parkplatz irgendwo erfahren, aber ich bin ja auch seit Februar nicht mehr da. Also ich weiß nicht, wie scharf das gesehen wird. Ich weiß nur, dass es im ICE, als ich das letzte Mal ICE gefahren bin, das war im Juli 2020, da war das ganz, ganz scharf. Da waren da richtige Jagdhunde unterwegs. Der Schaffner hat sich für nichts anderes mehr interessiert. Ja, stimmt. Und dann habe ich gesagt, also lasst mich in Ruhe. Meine Bahncard 100 habe ich dann meinem Arbeitskollegen gegeben. Mein Arbeitskollege hat die Bahncard 100 einfach so benutzen können. Er wurde nicht mehr kontrolliert. Also da wurde nie der Ausweis kontrolliert. Da war ja ein anderes Foto drauf. Aber die haben das war den scheißegal, weil er hat ja, Hauptsache du hast eine Maske auf, der ist dann mit Maske Bahn gefahren. Und ja, aber ich habe auch der Deutschen Bahn das alles erzählt.
Videos geschickt, die haben nicht darauf reagiert. Ich habe da ordentlich Geld gelassen, aber ich glaube, die Deutsche Bahn scheißt auf ihre Kunden. Die kriegen so viel Subventionen, dass sie sich erlauben können, die ganze Zeit leer durch die Gegend zu fahren. Ja, ich war schuld, dass die Bahn mal Verspätung hatte zum Flughafen. Ich bin einfach eingestiegen. Schaffner hat mich auch noch, so denke ich mal, lieb angegrinst. Ja? Zumindest die Augen waren lachend. Und dann kam aber auch genau dieser lachende Schaffner auf mich zu, bevor der Zug abfuhr und meinte, ich hätte meine Maske vergessen. Sag ich, nö, ich habe keine. Ja, dann würde er dafür sorgen, dass ich eine kriege. Sag ich, ja, ich brauche aber keine. Dann meinte er, doch, ohne komme ich nicht zum Flughafen. Ja, und dann wurde ich wieder rausgeworfen. Aber es hat alles ein bisschen gedauert, weil ich konnte ja auch so ein bisschen rumdiskutieren und das war so eine 20 Minuten Verspätung, will ich davon ausgehen. Die sind nicht weitergefahren. Die sind auf dem Bahnhof. Aber es war ja sowieso keiner im Zug. Von daher. Der war ziemlich voll. Ich dachte, es fährt gar keiner mehr. Ich fand, da war ziemlich voll der Zug, doch. Da war einiges drin, war ein ICE. Da war einiges drin. Ja. Und jetzt wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, die neue Panikaktion und. Irgendwie merken, dass einige Leute nach 18, 19 Monaten immer noch nicht, dass das ein bisschen müffelt, Geschmäckle hat. Geschmäckle, ja. Oder riecht, oder stinkt. Dass das irgendwie jetzt hier immer so weitergeht. Und selbst wenn der Gesundheitsminister aus Südafrika sagt, tut mir leid, da ist leider nichts. Selbst wenn die Zahlen, die man sich angucken kann, öffentlich im Internet, was anderes sprechen. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, wir haben die Israel-Variante, weil die haben ja da sehr viel mehr zu tun. Also, wie ist das denn bei dir, du als Medizintechniker? Du hast ja die Kontakte, die Kliniken, die Leute. Und das geht dann zum Teil richtig in die Beatmung und was du so alles berichtet hast auf deinem Kanal. Ich meine, wie sehen die das denn? Ja, also zu der Zeit, wo ich noch in Deutschland war, kann ich dir jetzt nicht sagen, wie die eigentlich beatmen, das Ganze sehen, weil die hatten bis dato noch nicht viel mit Corona zu tun. Ja, es ist halt aufgefallen, dass sehr viele 0815 Krankenhäuser auf einmal Beatmungsstationen waren. Und es gibt Kliniken, die waren auf einmal Beatmungsstationen und nur einen Kilometer von der eigentlichen größten Beatmungsstation in Deutschland, die wir haben, entfernt. Aber in dieser Beatmungsstation war nichts. Aber das andere Krankenhaus angeblich überlastet bis zum Gehtnicht. Und wie erklärst du dir diese 12.000 Euro Subvention, die man jetzt bekommt für abgebaute Betten? Da gibt es nur eine Erklärung, in meinen Augen. Ja, man braucht einfach jetzt einen Grund für eine Boosterimpfung. Schau dir doch mal so einen Impfpass an. Der hat sich ja in den letzten 2 Jahren, ich glaube, 3 oder 4 Mal verändert. Und mittlerweile ist es so, dass ja diese Corona-Impfung, das sind ja, glaube ich, schon 2 Seiten, ich bin mir gar nicht sicher, eine komplette oder 2 Seiten. 12 Seiten, oder? Ja, das kommt noch. Ja. Im Prinzip ist es jedem klar, da muss jetzt öfters geboostert werden. Ich meine, ja, es ist ja auch klar. Ja, ich fasse das mal zusammen. Wir haben Leute, die wissen, dass sie jetzt einen neuen Test entwickeln müssen, um eine neue Variante, die noch unbekannt ist, festzustellen. Aber innerhalb von 6 Wochen gibt es die neue Mischung von Bayern Cash beim Frühstück zusammengerührt. In deinem Kanal habe ich da heute Morgen was gesehen, das fand ich ja ganz lustig, diesen Beitrag. Da stand ja drin. War es jetzt ein lustiger Beitrag von dir? Ja, das ist ein lustiger Beitrag von dir. Ja, das gibt sowas. Ich fand das lustig. Was ist dein Humor? Ja, ich habe einen schwarzen Humor, ich bin aus Bayern. Was soll denn das? Da stand drin, die neue Variante hat viele Mutationen. Habt ihr das verstanden? Nee? Ich auch nicht. Es gibt eine neue Variante, was ja eine neue Mutation im Prinzip ist.
Und die hat aber viele Mutationen. Man hat also jetzt schon festgestellt, es gibt was Neues und das hat schon wieder, wurde festgestellt, dass davon wieder sehr viele Mutationen gibt. Und das Ganze immer noch mit dem Wattestäbchen. Also ich finde es einfach, ich finde es lustig. Man sieht ja auch, also ich glaube sofort, dass die in 6 Wochen was Neues zusammengerührt haben, was man dann verkaufen kann. die Verträge sind ja schon da, sozusagen. Aber es hat ja auch jetzt, sagen wir mal, bei den letzten Varianten hat das ja unheimlich gut funktioniert. Das war ja absolutes Erfolgserlebnis. Ne, da hat ja gar keiner mehr was von gespürt. Also das wird jetzt auch wieder so sein. Das ist einfach nur lachhaft. Es hieß ja auch schon, es gibt 2000 Varianten in oder Mutationen bei dieser, was war das eigentlich, die Alpha, die Beta? Ich komme ja da langsam nicht mehr mit, was da alles für... Ne, das ist ja, die nennen ja auch die Namen immer anders. Ne? Das ist ja dann ja, also Delta ist ja eigentlich die indische Variante gewesen, mal ursprünglich. Aber das wäre ja viel zu diskriminieren, wenn wir ja, das immer noch indische Variante nennen. Dann frage ich mal, es gab ja schon mal eine südafrikanische Variante. Wir nennen das ja dann Butter Masala oder so. Oder wie heißt das? Nee, Butter. Das erinnert mich ans Essen, das darf man weggehen. Ja. Nein, aber jetzt im Ernst, es gab ja schon mal eine Variante aus Südafrika. Was ist aus der geworden? Ich habe nichts mehr gehört. Also, die war so gefährlich, die hat sich, Von alleine... das Gleiche aus Brasilien, da haben wir auch schon was gehabt. Oh ja. Ja? Die kommt wahrscheinlich nächste Woche dann wieder. Ach so, die hat doch ein bisschen länger gedauert, bis sie... Aber die war ja schon da. Oder nee, warte mal, die brauchen wir kurz, bevor wir dann in der zweiten Hälfte vom Dezember kommt ja dann eine Lieferung für den neuen frischen Peaks für die Kinder. Und dann wird wahrscheinlich kurz vorher nochmal die brasilianische oder die indische oder australische oder kanadische Variante rausgehauen. Das sind ja alles die Commonwealth-Länder außer Brasilien. Aber da kann man sowas ja machen. Deswegen ist Südafrika, ich weiß nicht, ich glaube, die waren im Zugzwang. Da haben die in der Redaktion so gesessen, wie nennen wir das Ding jetzt? Also Südafrika. Ich kann mich noch gut erinnern, das war... Die Leute wissen ja gar nicht, wo Südafrika liegt, in Deutschland. Dann kann man da einfach sagen, das ist jetzt die Südafrika-Variante. Ja gut, die meisten, die mich fragen, wo bist du, da sage ich Afrika. Ach ja. Oh mein Gott. Da wird gar nicht gefragt, welches Land, weil... Afrika ist ein Land. Das ist ganz klar. Nee, wir haben... Also wir haben jetzt... Pass auf, wir haben jetzt... Also Afrika hat übrigens insgesamt weniger Fälle als Deutschland. Wir hatten auch schon eine tansanische. Ja, ganz kurz. Das war mal eine Woche. Das war eine Woche und da war einer, der hat einen YouTube-Kanal und der hat gleichzeitig, während die ganz, ganz schlimme tansanische Variante gekommen ist, hat der aus Tansania irgendwelche Bilder gepostet, hat Videos gemacht, ist da rumgelaufen und, was soll ich euch sagen, hat erzählt, da ist nichts. Und dann haben sie das ganz schnell wieder vergessen. Also so schnell geht das mit diesen komischen Varianten. Man muss nur das Richtige sagen, dann die gehen von ganz allein kaputt. Das ist ein Afrika-Wunder. Ja. Das war doch auch letztens in Burundi, glaube ich. Da haben die doch gesagt, da gab es doch sogar eine Arte-Reportage drüber. Da haben die aus einer Palme den Saft getrunken und das hat geholfen. Ja? Ah. Und in Deutschland gibt es keine Palmen. Also auch kein Palmensaft. Ja, also schon mal am Arsch. Also, und ich denke jetzt, Bioncash wird jetzt anfangen und wird jetzt Palmensaft einrühren in das Zeug. Nach der Arte-Reportage. Beim Frühstück, Urgur sitzt da und sagt zu Özlem, ey du, da brauchen wir Palmensaft. Oder wie reden die da in Mainz? Urgur ist kein Mainzer, da bin ich mir fast sicher. Urgur ist an der Goldgrube geboren. Ja, in der Goldgrube geboren wahrscheinlich. Also der Urgur ist wahrscheinlich was ganz anderes, nicht? Also wenn man den im Interview sieht, dann hat man wirklich direkt das Gefühl, dass er ist halt super professioneller Typ. Ja, ich hab den auch schon mal in irgendeinem Film gesehen. Ich weiß nicht mehr in welchen. Ich glaube, Die Nackte und der Teufel oder irgend sowas. Oder was, Frankenstein. Irgendwo habe ich den schon mal gesehen. Ich glaube, der war früher Schauspieler. Aber ich habe seine Frau nie reden hören. Hast du seine Frau jemals reden hören? Habe ich die schon mal gesehen? Die hat wahrscheinlich immer noch das Ei im Mund vom Frühstück. Ich esse gerade noch. Ich kann gerade nicht. Und Ugur, ja, also bei uns sind zwar noch nicht alle gepiekst, aber wir sind voll drauf und so, es ist voll das gute Zeug und so. Und wir haben auch ganz gute Verträge gemacht und so.
Ah, du kannst es gut. Wir machen ein paar gute. Ja, er hat dann noch diese enge Kette immer um. Ne? Das heißt hier enge Kette, das ist cool, man. Ja, ich weiß nicht. Also, da ich bin nicht so cool. Ich bin ja eher so der Surfer, der Festlandsurfer. Ja, das kann ich auch. So, aber jetzt hier, was ist mir mit dem Chat los? Ich gehe mal ganz kurz noch mal gucken, ob ich noch mal irgendwas finde, um uns ein bisschen schlauer zu machen. Und du kannst noch mal kurz hier im Chat... Du willst dir nur wieder ein Bier holen. Ja, Dosenbier macht schlau. Ja, dann macht man wohl Schlausaft. So ist er, ne? Und jetzt lässt er mich alleine mit euch, mich, den Anfängern, der überhaupt keine Ahnung hat, was er noch sagen soll. Und das Ganze live, also Prost. Wieso drückst du mir das? Naja. Also schreib mal was Schönes in den Chat, dass ich was zu mitquatschen habe. Wenn Delta B1617. Ja, Thomas Hammer. Genau das hatten wir vorher gemeint. Ja. Es wird einfach ausgewürfelt, wie die da auf diese Bezeichnungen kommen. Da wurde mal. Irgendwer wurde da schon mal gefragt, aber es ist tatsächlich, es gibt da nichts. Was haben wir denn noch? Prost, danke. Cover bei uns, ob es Cover gibt, geben tät es schon. Süder muss weg, bin ich dafür. Dann Omikron gab es schon im November. Da haben sie sich vielleicht vertan, haben es nicht abgekreuzelt oder nicht abgestrichen, dass es schon da war. Franz Josef, wenn du mich meinst, ja, wenn es geht, für immer. Ich habe keine Lust mehr, zurückzukommen. Und ich kann es im Prinzip versuche, ich empfehle ja auch jeden, es muss ja nicht Tansania sein, aber wenn ihr euch da irgendwo rausretten könnt, macht das, weil ich glaube, dass da noch ganz andere Sachen passieren. Aber da will ich jetzt gar nicht drüber reden. Das wäre jetzt tatsächlich eine Verschwörungstheorie, die ich da ablasse. Aber ich bin der Meinung, es wird nicht besser. Lockdown wegen Hämorrhoiden. Das könnte noch passieren. Ja, das ist nämlich, Hämorrhoiden sind ja gar nicht so ungefährlich. Weil wenn du dich da ein bisschen am Hintern kratzt und aufkratzt, dann hast du tatsächlich, wenn es blutet, ja, das ist ja eine Ringvene, und wenn du da Schmutz reinbringst, dann geht das nicht über die Leber, wird nicht gefiltert und du hast sofort eine Vergiftung. Also das kann schon passieren. Ich hoffe, dass der Thorsten nicht mitschaut. Weil dann hat er gleich wieder was Neues. Also jetzt so. Redest du über Hämorrhoiden, da bin ich kurz 5 Minuten Wenn weg. Wenn du weg bist, dann können wir uns endlich über den wichtigen Themen nähern. Und das waren jetzt Hämorrhoiden. Wer hat hier Hämorrhoiden als Thema? Darüber möchte ich auch gerne mehr wissen. Ja, jetzt das ist vorbei. Da musst du jetzt den Thomas fragen. Der hat das gehört. So, da gibt es jetzt nichts mehr. Schluss. Wieso hast du welche? Kann man das einfach so, nee, ich meine jetzt, also du hast so diese Themen, ne? Und dann ist es dann fernab der Realität, der Wahrscheinlichkeit und der Jahreszeit, dass man einfach sagt, nö, das ist jetzt so, ihr müsst das jetzt so machen. Ich meine Großmutter hat ja auch nicht verstanden, als ich gesagt habe, das ist eine Abo-Falle. Und da hat sich jetzt übrigens meine Oma, die war ja übrigens umgefallen zu Hause. Ja, weiß ich. Nach dem zweiten Pieks. Mhm. Hat dann einen gelähmten Arm. Und es hat aber nichts mit dem Pieks zu tun. Das war einfach nur reiner Zufall. Und selbst diese Frau hatte mir vor 2 Jahren noch gesagt, ach, wenn du einmal ins Krankenhaus gehst, dann kommst du da nicht mehr raus, wenn die dich einmal aufschneiden. Und jetzt übrigens, geht das so ähnlich weiter. Mhm. Der Hausarzt hat dann gesagt, also wir brauchen jetzt unbedingt, also wir müssen jetzt weitermachen mit dem Pieks.
Das hat sie dann auch gemacht. Und jetzt ist sie auch nochmal im Krankenhaus gewesen. Konnte nicht mehr atmen. Kannst du dir das erklären? Da es ja nicht der Pieks war und da du dir da so sicher bist, dass es nicht der Pieks ist, kann ich es mir nicht erklären, nein. Ansonsten kennt ich da viele Erklärungen, wie es durch den Pieks dazu kommen könnte. Also sie war ja voll immunisiert. Ja. Ich spekuliere ja auf Klimawandel. Ach ja. Aber jetzt hat sich ja das Klima gewandelt in Europa, das ist jetzt auch immer kalt geworden im November. Mhm. Manche erzählen mir von 4 Grad morgens. Aber ist das nicht einfach Wetterumschwung? Nein, das ist Klimawandel. Ja gut, da bin ich jetzt nicht so gut drauf, das weiß ich nicht. Es gibt keinen Wetterumschwung mehr. Ach so. Es ist alles Klima. Also eigentlich haben wir immer das gleiche Wetter, nur wenn es sich ändert, ist ein Klimawandel. Das merkt man, ja. Ja. Ja, das ist auch so, ja, die Leute, die machen dann im November einfach automatisch mehr die Heizung an. Dadurch wird es kälter, wegen Klimawandel. Ja, das macht Sinn. Lasst ihnen den Glauben. Das ist ja, also irgendwie muss man das den Leuten ja verkaufen. Ich meine, Fridays for Future, die hören ja jetzt nicht auf, wenn es kalt ist, oder? Nein, die hören nicht auf. Die bleiben am Ball. Ja. Schule schwänzen ist immer in. Das ist, ich wollte gerade sagen, das ist das geilste, die geilste Ausrede, die haben wir, hatten die früher nicht. Ich hätte es auch gern gehabt. Aber man hat uns ja nicht gelassen. Ja? Also wenn ich gesagt hätte, hey Lehrer, pass mal auf, ja, freitags komme ich jetzt nicht mehr, aber hey Lehrer, keine Angst, ja, hat einen Grund, ich muss jetzt hier gegen den Klimawandel kämpfen, dann hätte mein Lehrer mir wahrscheinlich nicht nur was erzählt. Also zu meiner Zeit hätten die noch, also da hättest du noch eine gefangen. Also meistens Klimaleugner gewesen? Das war ja, also die Lehrer damals waren alle Klimaleugner. Ja. Unglaublich. Ja, ist so. Ja, deswegen sind wir jetzt dahin gekommen, wo wir jetzt sind. Weil diese Lehrer damals einfach Leugner waren. Ich habe den Klimawandel heute deutlich gespürt. Auf dem Weihnachtsmarkt, das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt bei 27 Grad. Ja, weißt du, ich fand es schon unvorsichtig, was du da abgelassen hast. Also ich meine, überleg mal. Du läufst da ohne Maske bei kalten 27 Grad durch eine Menge Leute. Überleg mal. Aber es gab Asiaten, die hatten Masken. Also wie unsolidarisch. Ich weiß nicht, ob die im Video waren. Aber es gab Asiaten, die waren, selbst die Kinder, da waren, das war ganz interessant, also ungefähr 5-jährige Kinder, die hatten so eine, du kennst ja diese Brillenkordeln, die man so an die Brille macht. Ja. Und das hatten die an ihrer Maske und die Maske hing da unten und dann waren die auf der Hüpfburg. Ein kleiner Asiate mit dieser Kordel und seiner Maske um. Aber er hatte die Maske nicht auf. Fahrlässig. Fahrlässig, ja. Also ich glaube, jeder kennt, der das gesehen hat bei mir, der weiß, was ich von Masken halte. Ja, du hast ein Video dazu gemacht. Ich habe ein Video dazu gemacht und ob Masken töten könnten. Ja, der Stefan, der hat ein Video, ich werde das auch nach dem Live nochmal verlinken unter dem Kanal. Das Video und den Kanal von dir. Du hattest ja direkt eine Löschung auch. Das zweite Video war direkt gelöscht. Das ist eigentlich lachhaft. Qualitätsurteil. Das zweite Video war ja nur die Reaktion auf Kommentare. Ich bin technisch nicht so toll versiert, dass ich hier permanent am Schreiben und wie das alles funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, ich reagiere jetzt mal mit einem Video auf eure Kommentare oder auf die meisten oder auf einige. Und ja, das war dann ganz lustig. Das waren radikale Kommentare. Eigentlich nicht. Ich habe ja auch ein Video gemacht. Auch die Antworten von mir nicht über so schlimm. Da wurde mein Kanal gelöscht. Dann habe ich einen Kanal über die. Also ein Video wurde gelöscht. Da habe ich ein Video über die Löschung gemacht. Und dann wurde das wiederum gelöscht. Und dann war der Kanal gelöscht. Ehrlich? Ja. Und das war. Aber das haben sie dann wieder freigegeben. Nachdem mein Anwalt dann Fax hingeschickt hat und ich eine Beschwerde eingereicht habe. Und dann war das am Abend wieder. Gut. Gemacht, als es gemacht wurde.
Habe ich ja schon alles erlebt. Da kann ich schon fast ein Buch drüber schreiben. Gut, ich muss sagen, ich gehe ja davon aus, dass mein Kanal nicht allzu lange existiert. Ich bin da wirklich Frischling, neu angefangen. Aber deswegen hast du auch einen Telegram-Kanal. Natürlich, das also ist ja der verbotene Pflicht, Kanal. Ja, klar. Das im, Darknet für die Hosentasche. Wie heißt es? Im Nazi. In der Nazi-Plattform. Dein Bekannter hat das doch so. Ja, genannt. Ja, der hat das so betitelt. Ja, meine ich. Er wollte unbedingt Bilder haben, oder sie eigentlich wollte Bilder haben, wo ich denn so bin, wie es hier so aussieht. Und ich habe dann gefragt, ja, E-Mail. Und hieß es, nee, macht's per WhatsApp. Sag ich, WhatsApp habe ich nicht, nimm doch Telegram. Und dann war tatsächlich diese, das ist doch die Nazi-Plattform, ist die nicht verboten? Das war so die Frage, die da kam. Ja, es gibt aber auch Afrikaner, die Telegram benutzen. Vermutlich schwarze Nazis. Das sind bestimmt schwarze Nazis. Mein Gott, Alter, es sind überall die Nazis. Ja, es ist schon interessant. Die verbreiten sich fast so schnell wie die Südafrika-Mutation. Es gibt welche, die können das besser wie ich, aber ich habe mir auch schon mal überlegt, so ein Video zu machen, wie kann ich jemanden manipulieren innerhalb kürzester Zeit. Ja, es gab da mal von einer Uni, da gab es Experimente in der Richtung. Und da war ein Biologe aus Dachau dabei und der hatte nachgewiesen, dass man innerhalb von 3 Tagen kannst du jeden so manipulieren, ohne dass er es merkt. Der macht Sachen, die würde der nie tun. Also es geht tatsächlich und ist auch überzeugt dann davon. Das ist auch die Grundvoraussetzung. Die Person muss überzeugt sein. Und wenn ich mir da anschaue, was momentan mit Menschen, die ich jahrelang kenne, die wo es nie Probleme gab, die wo aus meiner Sicht ja, ein logisches Denkvermögen hatten. Und auf einmal, mit denen konnte man über alles reden, auf einmal geht da gar nichts mehr. Du kannst nicht hingehen, du bist sofort, du bist ein Schofler, du bist ein Aluhutträger, du bist ein, also ich bin ja stolz drauf, ja, aber Nazi, ich bin rechtsextrem, ich bin auch linksextrem, ich warte noch, dass mal einer sagt, du bist mittelextrem, aber du kannst mit den Leuten nicht mehr reden. Aber ich glaube, das kennen wir ja alle irgendwo her. Das sind größere Konflikte als früher bei den Fußballfans. Ja, aber das muss so mit irgendeiner Gehirnwäsche ist das abgelaufen. Es ist eine Programmierung, hat stattgefunden. Ich weiß nur nicht, wo ich war, als das passiert ist. Ich habe es nicht mitgekriegt. Das war so fast schon über Nacht. Ja, die bringen ja auch das Wording. Also ich merke das auch bei sozusagen entfernten Familien, Verwandten. Ja. Die sagen, sie gucken halt Fernsehen, aber sie benutzen sofort das gleiche Wording. Ja. Also die benutzen genau. Dann die Worte neue Normalität oder was ist das jetzt aktuell? Also die Pandemie der Ungepieksten und so. Es wird sofort in die Realität übernommen. Die haben das wahrscheinlich im Radio gehört oder sowas, wenn die auf dem Weg zur Arbeit sind, weil da wirst du ja die ganze Zeit beballert mit dem ganzen Kram. Ja, du wirst beballert. Und da wird ja auch immer wieder gesagt, wie gefährlich zum Beispiel das Darknet für die Hosentasche ist. Ja, und deswegen scheuen sich die Leute natürlich überhaupt nur ansatzweise da mal drauf zu klicken oder die App zu installieren. Und obwohl man da ja meiner Meinung nach eigentlich allumfassend informiert wird. Ja. Und sehr, sehr viel Informationen erhält. Du kannst das Gleiche machen wie in WhatsApp. Du kannst telefonieren, du kannst Bild telefonieren. Du kannst eigentlich alles machen. Nur sicherer. Ja, aber vielleicht wird sich das jetzt ändern, weil die Südafrika-Variante hat sich medial verbreitet und da muss man jetzt die Medien stärker regulieren. Das ist, glaube ich, der einzige Weg daraus. Achso, ich dachte, du meinst, die Südafrika-Variante greift jetzt dann auch den Computer an, weil Virus kann er ja auch nicht. Das ist nicht auszuschließen.
kann einiges passieren. Aber was rätst du denn den Leuten, die jetzt zu Hause sitzen und denen vielleicht diese Freistellung droht demnächst? Also es wird ja schon angekündigt. Ich darf hier das frei sagen, was ich will oder was ich mir denke. Du kannst jetzt einfach mal so also, sagen, es kann höchstens sein, dass es in Deutschland ausgeblendet wird oder gelöscht wird im Nachhinein. Nee, ist ja dein Kanal, ist ja nicht meiner. Die im Chat können das ja jetzt noch lesen. Was ich jedem raten würde, das wäre ein Generalstreik. Und das ist ja auch schon im Plan, habe ich gelesen. Ja? Ja. Das ist am 1.12., wenn mich nicht alles täuscht, das ist der Mittwoch. Und das ist das Einzige, meiner Meinung nach, auf friedlicher Basis, was einen sofortigen Infekt, habe ich jetzt Infekt gesagt? Ja, Effekt bringt. Ja? Er ist Bayer. Den Infekt macht er weg, ja, und ich bin Bayer, genau. Der tut, als könnten wir Bayern nicht sprechen. Ja, also das ist eine gute Idee, weil das bringt auch viel mehr als zu singen und zu pfeifen auf der Straße als Belustigung, weil wenn die Leute nicht mehr zur Arbeit gehen und sagen, also das also unter den Umständen möchte ich da nicht mehr mitmachen und wenn die Freistellung sozusagen das größte Ziel ist, was ich noch erreichen kann, dann muss ich mal sagen, also eben, also wenn er Ich würde wirklich Generalstreik, das heißt, ich bleibe zu Hause, ich mache nichts. Die können euch nicht alle rauswerfen. Ja? Es ist ganz wichtig. Das muss man wissen. Es werden immer einige dabei sein, die trotzdem fleißig da reingehen und fleißig mitmachen und ja, Kopfschütteln. Die Beamten vor allem. Wien hat das ja ganz gut geklappt. Ich habe das ja gesehen, die Polizei mit einem riesen Aufmarsch. Ah. Ja, also fand ich ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, welche Polizei das genau war, aber in Wien die Polizei mit eigenem Banner sind die da rausgezogen zur Demo. Und man, haben gesagt, man kann das ja auch ruhig machen, bevor die Fehlgeburtenrate ähnlich hoch ist wie in den USA oder die Intensivbettenbedingungen noch höher geht. Israel, man kann das ja auch ruhig machen, bevor man das am eigenen Leibe erfährt und bevor man das indirekt über Freunde, Verwandte und so weiter mitbekommt, dass man sagt, also ja, also so gelinde gesagt, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Aber kann man sich das erlauben? Ja, macht das doch einfach mal. Weil ich meine, irgendwann hat man einfach nichts mehr zu verlieren. Und ich glaube, der Punkt ist leider schon recht nah. Stell dir vor, die Leute können nichts mehr produzieren, können nichts mehr machen, können keinen Service mehr liefern, weil die Leute zu Hause bleiben. Ja? Wie diese Brikettfabrik, wo ich glaube, ich gestern oder vorgestern drüber geredet habe. Totale Nachfrage nach Briketts, Kohlebriketts in Brandenburg. Auch. Weil alle Angst haben vor dem Gaspreis und von dem Bio, wie heißt das Zeug? Der Bio-Diesel. Bio. Zum Heizen. Nicht Diesel, sondern Heizöl. Bio. Heizöl und Bio, das passt aber. Ja. Ach, tut mir leid, ey. Ich bin auch nur ein Typ. Aber über die Bayern meckern, ne? Weil die nicht reden können. Ach, immer diese Barkeeper. Und dann haben sie gesagt, sie machen jetzt da die Polizei vor dem Berg der nachgefragten Brikettfabrik sogar noch die Leute nicht zur Arbeit gelassen. Ja, Larry Dimmig, du bist der Meinung, das ist alles absurd, weil ist nämlich in Deutschland verboten. Ja, bis vor kurzem war es in Deutschland verboten, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Bis vor kurzem war es in Deutschland verboten, jemanden einzusperren abends, einfach so ohne großen Grund. Bis vor kurzem war in Deutschland verboten, ach, hör mal drauf, ihr wisst ja, was alles verboten war. Diskriminierung. Ne? Alles Mögliche war verboten. Du durftest und nicht mal den Leuten die Hand röntgen, da das war Körperverletzung. Ja. Und jetzt werden Kinder jeden Tag getestet. Ja. Larry ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht ganz auf der Höhe. Ah, seine Meinung, das ist ja in Ordnung. Das ist auch meine Meinung. Ist auch in Ordnung. Ja, das habe ich auch in dem Video vorhin gesagt. Es ist auch egal, selbst wenn du Schadensersatzansprüche hast, für einen Tag nicht arbeiten,
Ja, und du siehst auf der anderen Seite der Waage, okay, du machst jetzt mit und das Beste, was du kriegen kannst, ist Hartz IV. Ja, und ich kenne, und bei mir wenden sich auch sehr viele Krankenpfleger, das ist ja die erste Front jetzt sozusagen, denen diese Freistellung angedroht wird. Das heißt, ab morgen bleibst du zu Hause, kriegst kein Geld mehr und auch die Leute, die ja jetzt keine Lohnfortzahlung bekommen haben wegen Quarantäne, weil sie mit jemandem in Kontakt waren, sie selber waren zwar negativ, aber und so weiter. Überleg mal, die sind 2 Wochen zu Hause und kriegen kein Geld mehr. Das ist der halbe Monat. Ja? So, und das ist ja nur der Anfang dieser ganzen Eskapade. Und daher sehe ich das auch als sehr, also im Grunde genommen fast schon als einzigen Schachzug, den man da noch wählen kann, diesen Streik durchzuführen, weil dann der wirtschaftliche Druck einfach zu groß wird. In Deutschland 16 Millionen der Menschen, 16 Millionen, die produzieren das Steueraufkommen für alle anderen. 16 Millionen. Die anderen sind Rentner, Kinder, Arbeitslose oder Beamte. Und die erschaffen kein Geld und Steuern, sondern die nutzen nur diese Steuern. Und von daher ist das eigentlich ein relativ überschaubarer Prozentsatz. Das muss man mal ganz ehrlich sehen. Und die Macht ist sehr, sehr viel stärker. Und ja, Larry kann ja mal gerne in den Chat schreiben, was er irgendwie... Er hat gerade. Was seine Alternative wäre. Also du kannst ja mal deinen Vorschlag bringen. Und ich persönlich unterstütze dieses Konzept. Und das ist, glaube ich, der einzige wirkliche Streik, der mal was bringen könnte. Und das haben wir ja auch schon Beispiele für gesehen, die effektiv waren. Und die Obrigkeit hat am meisten Angst davor, dass es einen tatsächlichen Widerstand gibt. Und das wäre jetzt mal ein richtiger Widerstand. Und nicht einfach nur 4 Stunden auf der Straße pfeifen. Da gibt es so ein schönes Video von Bauarbeitern. Ich weiß jetzt nicht, wo das war. Amerika, Kanada. Die einfach gesagt haben, ja. Stopp. Ja? In den USA war das. Was USA? Wir hören jetzt auf. Wir gehen alle brav nach Hause. Und dann wurden die noch am Tor zurückgepfiffen mit, naja gut, ihr müsst doch nicht. Ja. Das ist aber der Unterschied. Die Amerikaner haben ein sehr großes Freiheitsbewusstsein. Larry. Die 70% der Gepieksten müssen das ja gar nicht mitmachen, Larry. Er hat jetzt gerade geschrieben, meint ihr tatsächlich, die würden das mitmachen. Also du hast im Grunde genommen schon resigniert. Das ist genau das. Das ist leider nicht akzeptabel. Ja, also ich würde sagen, es gibt immer eine Möglichkeit, noch etwas anderes zu machen, weil alles andere gleicht ja einem Selbstmord. Ja. Das Problem, glaube ich, was wir Deutschen immer schon hatten und haben, ist, dass wir einfach, wir haben Angst, wir sind Mitströmer, wir brauchen die Menge. Wir verstecken uns gerne in der Menge. Und wenn ich jetzt morgen zu Hause bleibe, vielleicht machen meine Kollegen das nicht, ja, die sind ich bin nämlich der Einzige, ja, dann kriege ich ja meine Kündigung raus und dann war es das. Und ich glaube, das ist so die große Angst, dass ich alleine da stehe. Und Larry hat wahrscheinlich die gleiche Angst. Und ja, wir müssen anfangen, uns gegenseitig zu vertrauen, hinzugehen und zu sagen, jeder macht mit. Ja? Jetzt kann man natürlich sagen, das quatschen jetzt zwei, die abgehauen sind. Aber wisst ihr, was das bedeutet hat, dieses Hierherkommen? Was man dafür aufgeben muss? So viel muss ich bei so einem Generalstreik nicht aufgeben. Also vor allem, ich muss ja auch, wenn jemand vorwirft, man würde nichts machen, der gar nichts macht. Der einfach nur sagt, wir müssen jetzt einfach nur warten. Ja, und das trifft jetzt nicht nur Larry, sondern auch andere. Es geht ja am Ende um euer Geld, um eure Kinder, um eure Familie und so weiter. Und man kann sich das nicht erlauben. Man kann das nicht einfach zulassen. Ja? Und ja, wir
können die Freiheit nutzen, auf die ihr ein Recht haben. Und wenn ihr das Risiko eingehen möchtet, das ist ja die entscheidende Frage bei so einem Streik, ja, ihr würdet jetzt für diesen Tag bezahlen müssen. Ja? Was ist denn das für ein Wert, den ihr dann bezahlen müsst? Ja, ihr müsst den ganzen Tag von mir aus euren Lohn zurückzahlen, ihr bekommt keinen Lohn, ich weiß nicht, was für ein Schadensersatz da aufkommen sollte. Im Gegensatz zu, ja, ihr seid 2 Wochen in Quarantäne, weil irgendein anderer Arbeitskollege von euch, obwohl ihr negativ sogar getestet seid, krank ist und ihr seid jetzt Kontaktperson, müsst 2 Wochen zu Hause bleiben und kriegt kein Geld mehr. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch viel schlimmer. Das ist doch eigentlich schon so schlimm, dass man da sagen muss, nein. So, und es ist ja wohl keiner feiger als der, der einfach nur mitmacht und hofft, er kommt damit irgendwie durch. Ja? Und also von daher ist ja jeder in der Hand, auch ich sage das ja auch immer wieder mit dem Geld, und das ist jetzt vielleicht für einige nicht so präsent oder einige denken, sie haben nicht viel Geld. Es wird erst dann präsent, wenn diese ganzen neuen Steuern und diese ganzen Ideen, die sie da haben, zuschlagen werden. Und dann wird es auch die treffen, die jetzt denken, sie haben kein Geld, weil die reden ja von den Leuten, die Geld haben, nicht nur von den super, super Reichen, sondern das trifft ja nachher den Mittelstand, der mit dem der Häuslebauer, ja, der eben noch eine gute Anstellung hatte in der Fabrik, ja, und der dachte, ich komme da noch irgendwie so durch und so weiter, ich kann das jetzt hier nicht alles riskieren, und das betrifft diesen Streik auch. Und dieser Streik ist ja auch ein Streik, der im Grunde genommen für die ganze Gesellschaft wirken kann, ja. Das ist meiner Meinung nach geschichtlich auch noch nicht da gewesen so. Und aber das ist wie der Walliser Hof. Das ist wie diese Bäckerei in Erbach im Odenwald. Das haben die nicht auf dem Zettel. Das haben die nicht in ihrer Verordnung. Da haben die auch keine Strafen für vorgesehen. Das ist außerhalb des Systems. Da weiß die Polizei schon gar nicht mehr, was sie machen soll. Die werden sozusagen mit ihrer Bürokratie gefickt. So, das ist deswegen auch der Grund, dass man das machen sollte. Und ich hoffe, dass da mehr Leute mitmachen als prozentual an dieser Abstimmung in Bayern. Von 16 Millionen Leuten haben nur 200.000 mitgemacht. Und ja, am 1. Dezember solltet ihr euren Adventskalender aufmachen und danach wieder euch hinlegen. Ja, da ist einer, den kenne ich schon von meinen Kommentaren. Hakim, grundsätzlich, ja, das geht. Hakim fragte gerade, ob man mit 5.000 Euro hierher gehen kann, mit 5.000 Euro Vermögen. Ja, grundsätzlich geht's. Es kommt darauf an, was man erwartet, und man muss sich was suchen, wie man Geld verdient. Das Geld braucht man auch hier. Dann waren noch 2 Einträge, aber ich habe schon wieder vergessen. Ich bin ja ein alter Mann, das geht hier so zack, zack, schnell dahin. Ja, eigentlich wollten wir über die südafrikanische Variante reden. Ja, wir haben ja eigentlich da haben wir auch drüber geredet. Aber ich glaube, jetzt der Appell zum Ende ist einfach nochmal ganz, ganz wichtig, dass letztendlich muss da jeder seine Konsequenzen draus ziehen und muss sich bewusst sein, dass da einiges passiert. Und es passiert schon einiges und es passiert halt immer noch mehr. Und ja, als ich im Februar mit meiner Familie alles zurückgelassen habe, außer 4 Koffer, ja, was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn? Da haben alle gesagt, ja, super, toll, geile Idee und super, und lass das doch mal alles. Nee, das ist überhaupt nicht einfach. Das ist für niemanden einfach, und ich sage auch niemandem, dass er jetzt nach Tansania muss. Aber dann geht doch woanders hin oder macht was anderes oder macht einen Generalstreik. Aber irgendwas müsst ihr ja machen. Ihr könnt ja jetzt nicht einfach nur zugucken, wie ein verrückter Politiker, der dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wird, euer Leben weiter einschränkt. Also das muss man ja mal ganz ehrlich so sehen.
Und es bringt auch nichts mehr, jetzt Briefe an die Abgeordneten zu schreiben, sondern jetzt muss man halt mal andere Wege wählen. Und ich meine, viele Unternehmer gehen jetzt auch schon längst weg aus Deutschland oder schauen, wie sie ihr Geld aus Deutschland wegkriegen. Viele Leute, die große Immobilien oder viele Immobilien haben, verkaufen die und sagen sich ja, also wer weiß, wie das jetzt hier weitergeht. Das ist die Realität. Das ist ja kein Quatsch. Ja? Auch wenn wir jetzt hier mit Spaß und Sonnenbrille und Bier in der Hand sitzen, das, was wir sagen, ist ja trotzdem sehr viel wichtiger als die Seriosität, die das vielleicht ausstrahlt. Ja, und aber mir ist das auch nicht, ich habe das jetzt nicht nötig, mir eine Fliege umzumachen, wie Kai Lauterbach, der meiner Meinung nach sehr viel unseriöser ist als alles, was ich im Internet tue, auch wenn ich dabei Dosenbier trinke. Muss man nochmal dazu sagen. Also da gebe ich dir jetzt laut Studie zu 75,3% recht. Am Ende des Tages ist es euer Leben. Ja? Und ihr müsst halt damit natürlich eure Entscheidung treffen. Dieser Generalstreik ist meiner Meinung nach tatsächlich eine Möglichkeit. Und die Deutschen sind da viel reduzierter als die Franzosen, als die Italiener, was den Widerstand angeht. Und immer dieses Gefühl, es gibt ja so viele, die mitmachen, das ist eine Illusion. Es ist genauso eine Illusion, weil auch viele von denen, die mitmachen, sind genauso eurer Meinung. Auch ja, wenn sie euch die ganze Zeit die Quoten um die Ohren hauen und jetzt hier, wie einer geschrieben hat, 70% wären ja auf Linie. Das ist nicht so. Von den Leuten haben ja vielleicht 10%, vielleicht die Hälfte, nur mitgemacht, weil sie die ganze Zeit Angst hatten, weil sie dachten, sie kriegen Privilegien, weil sie dachten, sie können in den Urlaub fahren, weil sie dachten, es wird dann alles wieder gut. Und die sind auch auf eurer Linie. Und auch mit einem, den du heute gesprochen hattest, was du mir erzählt hast, der sich nach 18 Monaten heute zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht hat, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und zwar wegen dieser Südafrika-Variante. Und so schließen wir auch den Kreis zu dem, weshalb wir heute hier sprechen. Der sich gesagt hat, okay, das kann ja irgendwie nicht klar gehen, dass ja eigentlich Sommer ist in Südafrika und dass in Südafrika keiner da was weiß. Und sogar der Gesundheitsminister sagt, er weiß davon nichts. Und trotzdem wird diese Panik gemacht. Das ist doch genau das, was diesen Anteil von denen, angeblich 70% oder wie auch immer, dazu bringen könnte, dass sie sagen, ja, ich mache da auch nicht mehr mit. Und es gibt ja auch einen Anteil von Leuten auf dem Weihnachtsmarkt, die nicht applaudieren, obwohl sie gepikst sind, und die weggehen, obwohl sie gepikst sind, weil sie sich nämlich tatsächlich freiwillig solidarisieren mit den Menschen, die da die ganze Zeit diskriminiert werden. Ja? Ja, ich kann es auch zum Schluss nur noch sagen. I have a dream. Macht es. I have a dream. Ja? So. Weil beim Geld packst du halt mal die Leute. Und wenn ein Tag keine Einnahmen kommen, das hat mir einer erzählt vom Einzelhandel, nur ein einziger Tag, wo keiner kommt, da haben die ein Riesenproblem. Und genauso, nur so funktioniert es. Die Macht der Masse wird total unterbewertet und die Macht der total dämlichen Politiker wird die ganze Zeit überbewertet. Das sind Idioten. Das sind Leute, die ihr verdient mehr Geld als die. Die kriegen das Geld nur, weil sie sich das im Endeffekt ergaunern. Und die sind auch nicht wichtig. Und das, was die machen, ist auch nicht wichtig. Wenn die nicht arbeiten würden, dann würde das keiner bemerken. Aber wenn ihr nicht arbeitet, dann wird das jeder bemerken. So viel nochmal dazu. So. Und ich habe das hier niemals gemacht, um mich beliebter zu machen. Also, denk mal darüber nach. Ganz liebe Grüße an alle. Und auch von dir. Dir danke ich nochmal für die Einladung. Ja. War ein sehr schönes Gespräch. Auch danke für deine Stimme, die du erhebst, auch für die Expertise, die du hast in deinem Bereich, auf deinem Kanal. Was willst du machen? Also, du kannst einem nackten Mann nicht in die Taschen greifen und du kannst auch nicht einen Schritt zurückgehen, wenn du schon an der Wand stehst. Meine Lieben, bleibt stark.
Ihr braucht Gemeinschaft, ihr braucht Leute um euch und traut euch mal den Mittelfinger zu erheben. Und vielleicht ist das am 1. Dezember genau der Mittelfinger, den man da braucht. Ich finde, die friedliche Geschichte ist am besten. Macht's gut. Ciao. Ja, friedlicher Mittelfinger. Liebe Grüße. Friedlicher Ciao. Mittelfinger.